Das ist Herr Müller. Herr Müller hört in den Medien immer häufiger, dass Banken für Eurozahlungen in ganz Europa jetzt IBAN und BIC einführen. Die ersetzen Kontonummer und Bankleitzahl. Dabei ist auch die Rede von SEPA. Herr Müller ist sich unsicher, was das genau bedeutet. Er fragt bei seiner Bank nach und bekommt es an einem einfachen Beispiel erklärt. Nehmen wir Folgendes an. Herr Müller hat sich spontan entschieden, den Sommerurlaub mit seiner Familie in Italien zu verbringen. Sie haben ein schönes Ferienhaus am Gardasee gefunden. Aber die Bezahlung an den Vermieter, Herrn Rossi, muss vor der Anreise geleistet werden und es sind nur noch wenige Tage. Jetzt zahlt es sich aus, dass Herr Müller das SEPA-Verfahren nutzen kann. Damit ist die schnelle und sichere Überweisung auch nach Italien für Herrn Müller kein Problem mehr. Aber was ist SEPA eigentlich genau? SEPA steht für Single Euro Payments Area, also einheitlicher Euro-Zahlungsraum. Das heißt, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen inländischen und europaweiten Überweisungen und Lastschriften in Euro. Das Gute, sein bisheriges Konto bleibt bestehen und auch seine Einzugsermächtigungen können weiter genutzt werden. Das heißt zum Beispiel, dass seine Versicherung oder sein Fußballverein den Beitrag weiterhin per Lastschrift einziehen kann. Herr Müller hat dazu die internationale Kontonummer, die IBAN, von seiner Bank bekommen. Sie setzt sich zusammen aus seiner alten Kontonummer, seiner Bankleitzahl, der Länderkennung DE für Deutschland und einer Prüfzahl. Die IBAN schützt Herrn Müller zudem vor Falschüberweisungen durch Zahlendreher, weil die Eingabe einer falschen Nummer zum automatischen Stopp der Überweisung führt. Beim SEPA-Verfahren gelten auch die neuen verkürzten Überweisungslaufzeiten von einem Bankgeschäftstag. Herr Müller kann sich also sicher sein, dass sein Geld rechtzeitig bei Herrn Rossi ankommt und er mit seiner Familie unbeschwert in den Urlaub starten kann. Herr Müller versteht die Vorteile des SEPA-Verfahrens und ist zufrieden. Es ist alles ganz einfach und bringt ihm was. Zum Beispiel einen schönen Urlaub im Ferienhaus von Herrn Rossi.